Ich begrüße recht herzlich unsere Zuhörenden, unsere Zuschauer und Zuschauerinnen zum Zentralquartett. Das ist der sechste Teil. Normalerweise, sage ich mal unter Anführungszeichen, beschäftigen wir uns im engeren Sinne mit menschenrechtlichen Themen und Fragen in Verbindung mit Salzburg. Aber angesichts der neuen politischen Situation, nämlich der Bildung in der blau-schwarzen Regierung, das erste Mal in diesem Bundesland, haben wir uns überlegt, das ein bisschen breiter zu fassen. Uns beschäftigen ja die Reaktionen darauf, die erwarteten Dinge, die da kommen mögen, die Befürchtungen, die es gibt. Wir wissen, es hat eine Demonstration gegeben, es gibt einige Aktionen, es gibt viel Unmut und Äußerungen dazu, meist mehr als das, was man an der Oberfläche mitbekommt. Wir bekommen einiges mit und wir wollen das zum Gegenstand dieser Sendung machen, nicht nur dieser Sendung, sondern mehrerer Folgen. Wir möchten auch verschiedene Vertreter, Vertreterinnen aus NGOs, aus Organisationen, Kultur und so weiter einladen. Heute wollen wir mal versuchen, ins Bild zu bekommen, worum handelt es sich da? Womit haben wir es eigentlich zu tun? Was ist da jetzt anders? Was ist da neu? Dazu ist auch zu sagen, jetzt gerade, wo wir die Sendung aufnehmen, nämlich am 12. Juni Nachmittag, heute findet das Hearing statt, übermorgen gibt es die Angelobung dieser neuen Regierung. Also wir sind hier sehr zeitnah begleitend dabei. Wenn ich jetzt in die Fragerunde, also in eure Runde des Zentralquartetts frage, womit haben wir es zu tun? Was sagt ihr dazu? Was ist das für eine Geschichte? Ja, also für mich hat diese Geschichte sozusagen einerseits etwas Neues und andererseits eigentlich eine Fortschreibung von einer Entwicklung, die es schon seit vielen, vielen Jahren gibt und die sich immer wieder verschärft hat. Das eine, das Neue ist eigentlich für mich das, dass die FPÖ behandelt wird, als sei sie eine ganz normale demokratische Partei, mit der man ein Regierungsübereinkommen schließen kann, mit der man Pläne formulieren kann für Sachpolitik und mit der man sozusagen eine politische Zusammenarbeit auf Augenhöhe beginnen kann, die sich, so wäre ja der Idealzustand von Politik, an Sachfragen und an politischen Haltungen zu Sachfragen orientiert. Und das ist insofern aus meiner Sicht problematisch, weil die FPÖ einfach eine lange Geschichte hat von Tabubrüchen, von Positionierungen, die tatsächlich menschenrechtsfeindlich sind, menschenrechtsproblematisch sind, etc. Und weil diese Positionierungen und diese lange Geschichte ja nicht einem Zufall oder Irrungen entspringt, sondern tatsächlich einer strategischen Haltung und einer politischen Positionierung, die aus meiner Sicht wirklich demokratiefeindlich auch ist. Und das ist sozusagen das Neue für Salzburg, dass diese Partei jetzt mit in der Regierung sitzt und sitzen wird. Das, was aber sozusagen das alte, lange gewachsene und ich sage auch mal ganz deutlich lange schon verwobene und ein bisschen verfilzte ist, das ist eine politische Kultur und ein System des politischen Miteinanders, was in die Zivilgesellschaft und in die Akteurinnen auf unterschiedlichen gesellschaftlichen Ebenen eben sehr, sehr starke Abhängigkeiten erzeugt und sozusagen dazu führt, dass sich weite Teile von zum Beispiel der Sozial, also den Akteurinnen im Sozialbereich eben auch vorauseilend einfach anpassen an Erwartungen, die an sie aus der politischen Ebene gerichtet werden und sich zurückhalten mit Äußerungen, mit Kritik, mit Stellungnahmen, die ihnen quasi die Zusammenarbeit oder wie auch immer, also mit der kommenden Regierung eben unmöglich machen könnten oder erschweren könnten, vielleicht gar nicht unbedingt unmöglich machen. Weil du sagst Abhängigkeiten, also die Abhängigkeiten sind ja nicht neu. Es wird jetzt so sein, dass es einige Organisationen, ob das im Integrationsbereich, Naturschutzbereich, in anderen Bereichen ist, möglicherweise in Konfrontation geraten aufgrund ihrer Arbeit mit den Zielvorstellungen einer FPÖ, wenn sie für ein Ressort zuständig ist.
Aber Abhängigkeiten und Intransparenz, also wie entstehen Förderungen, wie wird etwas vergeben, das hat es vorhin auch schon gegeben. Was gibt es da für Erfahrungen dazu oder was gibt es dazu zu sagen? Es gibt ja Dinge, die eine Kontinuität haben, die sich da vermischen. Ich meine, da gibt es eine ganze Reihe von Erfahrungen, die eigentlich über Jahrzehnte hin dauern. Und man muss auch sagen, das ist ein System, das jetzt nicht nur eine bestimmte Partei, wie etwa die FPÖ, die jetzt in die Regierung kommt, gebunden wäre, sondern das ist ein System, das sehr viel einerseits mit politischer Vorherrschaft, auch mit der lang dauernden politischen Vorherrschaft der ÖVP im Land Salzburg zu tun hat, aber sozusagen auch darüber hinaus Akteure an der politischen, die an der politischen Macht oder an den Machthebeln sitzen, auch gezielt einsetzen, weil du sozusagen das Thema Förderungen angesprochen hast. Frei vergebene Förderungen für Sozialeinrichtungen, Beratungseinrichtungen, zivilgesellschaftliche Organisationen. Das ist sagen wir, ein politisches Klima in Salzburg und ich denke nicht nur in Salzburg, wo es sozusagen ein Geflecht wechselseitiger Abhängigkeiten entstanden ist. Einerseits ist Politik natürlich auch abhängig von sozialen Playern, die die Kompetenz und das professionelle Know-how mit sich bringen, um bestimmte Leistungen zu erbringen, auch für das Land Salzburg. Und andererseits gibt es aber eben auch die starke Abhängigkeit von Einrichtungen, Organisationen, vor allem auch, wenn es, sage ich mal, um Personal geht, um Subventionen, die Personalposten betreffen, weil ja viele dieser Subventionen ja nicht längerfristig gebunden sind, sondern jährlich vergeben werden und man sozusagen jedes Jahr wieder ein Ansuchen stellen muss. Und da ist man natürlich auch von den jeweiligen politischen Machtkonstellationen abhängig und von einem gewissen Wohlwollen der Politik gegenüber der eigenen Organisation und dem, was ich vertrete oder eben auch nicht vertrete. Also vielleicht ein Beispiel oder noch eine Erläuterung. Es gibt für diejenigen, die nicht so sehr damit beschäftigt sind. Es gibt kaum Bereiche, in denen Förderungen zum Beispiel mit der Methode einer Ausschreibung vergeben werden, wo man einfach sagt, ich habe eine politische Zielsetzung und ich schreibe Gelder aus oder ich schreibe Aufträge aus, also im Sozialbereich für einen bestimmten Bereich oder für eine bestimmte Leistung und ich lade einfach frei ein, dass Menschen und Organisationen sich bewerben und ich vergleiche dann die unterschiedlichen Angebote danach, ob sie mir die Leistungen erbringen, die ich mir wünsche und sozusagen nach unterschiedlichen Transparenzkriterien, sondern sehr häufig geschieht die Zuteilung von Subventionen und Fördergeldern und zwar gerade eigentlich von nicht so riesigen Summen, sondern von kleineren Summen, eben darüber, dass persönliche Beziehungen existieren zwischen einer Organisation und einer Politikerin oder einem Politiker. Und manchmal ist es auch so, dass eine Einrichtung sozusagen eine bestimmte Couleur hat und quasi als rote Vorfeldorganisation oder schwarze Vorfeldorganisation oder grüne Vorfeldorganisation eben wahrgenommen wird. Und die können sich dann sozusagen auf wechselseitige Loyalität verlassen, nämlich die einen handeln im Sinne der politischen Interessen und die anderen verteilen die Gelder im Sinne der politischen Haltungen. Und was dann aber problematisch wird, ist, wenn dann jemand aus diesen Organisationen Kritik übt oder sich öffentlich äußert oder öffentlich quasi das politische Gebaren kritisiert. Wir haben das als Plattform auch schon erlebt. Ich sage ein Beispiel, als wir aus Spendengeldern eine Verfassungsklage einer Bettelnden unterstützt haben, die sich in ihrem verfassungsmäßigen Recht eingeschränkt gefühlt hat. Aber das ist nur ein Beispiel aus vielen und wo uns dann gesagt wurde, naja, also das heißt, dass ihr von uns keine Gelder mehr wollt sozusagen, weil das brauchen wir nicht, dass wir euch als Verein sozusagen fördern. Was schon neu ist, weil jetzt die Frage war, ist es so neu, was schon neu ist, dass eigentlich der Zynismus und
der blanke Hohn in die Regierung einzieht, weil es kann ja wohl nicht sein, dass genau diejenigen für die Integration von Menschen zuständig sind, die bisher gegen diese Menschen gehetzt haben. Und das ist etwas, was unerträglich ist. Ja? Es ist nicht nur so absurd, wie wenn man mich zu einem, man braucht mir nur anschauen, zu einem Leistungssportlandesrat erklären würde. Das wäre absurd. Ja? Aber das ist nicht nur absurd, was da jetzt passiert, sondern es ist wirklich der blanke Hohn. Denn es sind diejenigen, die die deklarierten politischen Feinde dieser Menschen sind, jetzt für deren Integration zuständig. Und das ist ein Tabubruch, den man so nicht stehen lassen kann. Und ich glaube, das ist ein ganz klares Beispiel dafür, dass in Wirklichkeit in diesem Paket, ich habe die Regierungserklärung mehrfach durchgelesen und es ist ein Wahnsinn, was da alles drinsteht, teilweise gut versteckt oder teilweise so formuliert, dass man es genau lesen muss, was da dahinter steckt, aber das Potenzial ist da. Da wird wirklich eine Politik gemacht werden, und das traue ich mir so voraussagen, die absolut in die Vergangenheit geht und gegen alle die Gruppen gehen wird, die Feinde dieser rechten Partei sind. Ich möchte auch noch auf eine Überschrift eingehen, die im Vorfeld unserer Vorbesprechung also gefallen ist. Aber bevor das kommt, ich möchte eine Stimme, die wir hereinbekommen haben, kurz zitieren. Ist das okay? Ja. Sie stammt aus dem Naturschutzbereich, der jetzt in die Zuständigkeit der FPÖ fällt, wenn ich da nicht falsch bin. Da gibt es Äußerungen dazu. Ich lese mal vor von einer Organisation, das ist uns zugeschandt worden, zum Regierungsübereinkommen. Da steht, das Übereinkommen der neuen ÖVP-FPÖ-Koalitionsregierung in unserem Bundesland zeigt nicht nur in ganz wenigen Teilbereichen einen erkennbaren politischen Gestaltungswillen. Nur dort, wo man Widerspruch für seine ungezügelte Umgestaltungslust verspürt, wird man sehr konkret. Die Umweltanwaltschaft soll in ihren gesetzlichen Möglichkeiten beschnitten werden, ohne dass dafür die Rechte der vorwiegend ehrenamtlich arbeitenden Umweltorganisationen entsprechend erweitert werden. Wertvolle landwirtschaftliche Böden als Basis unserer Ernährungssicherheit können weiterhin verbaut und zersiedelt werden. Dafür glauben die Koalitionsparteien, zu Schutzpatronen der Singvögel zu machen, wenn sie den Eichelhöher zum Abschutz freigeben, weil man ihm unterstellt und so weiter. Dann geht es noch weiter. Dann wird die neue Regierung ohnehin an ihren Taten messen müssen. Eigenen Gestaltungswillen vermisst man über weite Strecken, denn wichtigen Herausforderungen, die man mit Klimawandel und Biodiversitätsverlusten auf uns zukommen, wird man nicht mit zögerlichen Trippelschritten entsprechen können und erst recht nicht mit der systematischen Unterdrückung pointierter Ansichten durch die Landesumweltanwaltschaft. Was wir hingegen brauchen, dringend brauchen, ist ein breit angelegter Zukunftsdialog für unser schönes Land, damit nicht nur die Lobbys die Feder führen, sondern auch das Volk mit seinen vielfältigen Bedürfnissen. Dann noch zum Schluss, schaut man sich das Programm aus Naturschutzsicht genauer an, ist unschwer zu erkennen, dass viele Punkte einen Rückschritt gegenüber echten Teilzielen darstellen. Die Situation des Natur-, Umwelt- und Klimaschutzes ist auch dem Land Salzburg gemessen an Fakten nicht rosig. Viele Arten stehen nach wie vor auf roten Listen und haben keine stabile Zukunft. Vor dieser Ausgangslage sollte sich die Regierung ins Bewusstsein rufen, dass es zu wenig ist, wenn bloß der Tourismus pumpt und die Wirtschaft brummt, es aber im Lande nicht mehr quakt und zwitschert und summt. Denn dann haben wir alle an Lebensqualität verloren und wird die im Regierungsprogramm proklamierte stabile Zukunft in Frage gestellt. Also eine Stimme von sehr vielen Stimmen, die wir bisher schon erhalten haben, die noch kommen. Ja, da kann ich einhaken. Es hat ja einige Veranstaltungen bisher gegeben, die sowas wie eine Protestreihe versucht haben. Da hat es das Salzburg kocht gegeben, da hat es dann die Demo gegeben und da dazwischen hat es eine Becakcha-Night in der Arge Kultur gegeben, die ich veranstalte und wo ich natürlich wie üblich Leute dazu eingeladen habe, dort zu sprechen. Und es war für mich verblüffend, dass deswegen, weil diese Becakcha-Night das Special-Motto gehabt hat, Widerstand, dann plötzlich viele, von denen ich es nicht geglaubt hätte, mir gesagt haben, sie wollen sich nicht öffentlich exponieren,
Sie wollen nicht auftreten. Man weiß ja nicht, wer zuständig wird. Man weiß ja nicht, wie die Verbindungen sind. Man will nicht auffallen. Und das ist etwas, wo ich wirklich sagen muss, wir liken immer wieder gerne Frauen im Iran, die sich die Kopftücher runterreißen als Symbol für Freiheitskampf und für Demokratiekampf. Und hier in unserem satten Europa bekommen wir Angst, wenn es darum geht, gegen Menschen aufzutreten, die in die Vergangenheit zurück wollen. Vielleicht kann man daran anschließen, wir haben ja, denke ich, alle vier im Vorfeld dieser Sendung relativ viele Gespräche geführt, ja. so wie du in Vorbereitung dieser Pechatschka Night, mit Menschen, die aus unterschiedlichen Gruppen und Organisationen kommen und sie befragt, wie es ihnen damit geht, inwieweit sie direkt oder indirekt von dieser neuen Regierungskonstellation betroffen sind bzw. sein werden. Und mir ist in den Gesprächen, die ich geführt habe, aufgefallen, es gibt so ein Bündel an Motiven, warum man sich eher zurückhalten möchte, so wie du das zuerst formuliert hast. Es gibt also nicht nur dieses eine finanzielle Motiv, über das wir jetzt länger gesprochen haben, also die Abhängigkeit von Subventionsgeldern, vom politischen Wohlwollen von Subventionsgeberinnen auf der politischen Ebene, sondern es gibt ganz, ganz unterschiedliche Motive, ist mir aufgefallen. Erstens, Abhängigkeit definiert sich eben nicht nur als Abhängigkeit von Finanzen, von finanziellen Zuwendungen, sondern es gibt sozusagen ganz verschiedene Ebenen der Abhängigkeit und des Angewiesenseins auf Wohlwollen. Das betrifft sozusagen ganz stark auch die kommunikative Ebene. Man möchte sozusagen nicht so sehr in einen Konflikt, in eine Auseinandersetzung treten. Dabei ist auch deutlich geworden, es geht jetzt nicht nur um die Kritik an der FPÖ als neuem Regierungspartner hier in Salzburg, es geht auch um die Kritik an der ÖVP, die diese Koalition sozusagen, diese Variante gewählt hat. Und interessantes Motiv, das jetzt sozusagen nicht unmittelbar nur mit Abhängigkeit zu tun hat, das ist sozusagen die Frage, wie verstehe ich Demokratie überhaupt im Zusammenhang mit Wahlen und mit Regierungsbildungen. Und da ist deutlich geworden, dass doch einige meiner Gesprächspartnerinnen auch gesagt haben, die FPÖ ist eine demokratische Partei, sie ist von einem hohen Prozentsatz in der Salzburger Bevölkerung gewählt worden. Die kann man sozusagen nicht von vornherein jetzt kritisieren oder quasi als Regierungspartner als nicht legitim nach außen bzw. öffentlich qualifizieren. Interessant für mich in diesem Zusammenhang ist eben das Demokratieverständnis, wo sozusagen nur von einer elektoralen Demokratie ausgegangen wird. Das heißt, einer Demokratie, die dadurch realisiert wird, dass Wahlen abgehalten werden und man Wahlen gewinnt oder verliert. Die inhaltlichen, qualitativen Elemente von Demokratie, die sehr viel mit dem zu tun haben, was ihr schon angesprochen habt in Bezug auf die FPÖ, geraten da ziemlich stark aus dem Blick, meines Erachtens. Darf ich ein Stichwort einbringen, das im Vorfeld von uns also einmal aufgetaucht ist, dieses dröhnende Schweigen, was ist damit gemeint? Also sozusagen in meinem Umfeld gibt es, also das betrifft so Bereiche rund um Integration, rund um Frauen, rund um Menschenrechte, Migrantinnen etc., gibt es tatsächlich dieses Gefühl, dass man zum Beispiel im Rahmen, und zwar jetzt auch zu großen Teilen von Menschen, die gar nicht Teil des Wahlvolkes sind, weil sie nämlich vom Wahlausschluss betroffen sind, weil sie keine Staatsbürgerschaft haben, weil sie eben keine Österreicherin sind, die sich sozusagen aber betroffen fühlen, zum Beispiel durch die Wahlwerbung, die die FPÖ macht, die dann ganz deutlich auf Ressentiments
abzielt und auf das Schüren von Ressentiments und auf das Schüren von Vorurteilen. Ich erinnere nur an, ihr wisst schon, dieses unsägliche Plakat zum Grenzübertritt, das also keinerlei Sachbezug hat, weil das keine Sachebene ist, die in irgendeiner Art und Weise im Rahmen der Landespolitik behandelt werden kann, sondern das ist ganz offensichtlich nur, da geht es nur um sozusagen ein Gefühl von Fremdenfeindlichkeit zu schüren und trotzdem sind ganz viele dieser Menschen, auch aufgrund der politischen Verhältnisse, wo sie herkommen, so, dass sie sagen, nein, ich gehe nicht auf die Straße, ich gehe nicht demonstrieren, ich mache mich nicht sichtbar mit meinem Widerstand oder mit meinem, mit meinen Befürchtungen, mit meinen Sorgen, weil ich in einem Abhängigkeits- und Ohnmachtsverhältnis bin, was meinen Aufenthalt angeht, was meine Aufenthaltstitel angeht, was meinen Zugang zu möglichen Unterstützungsangeboten angeht, etc. Und das ist eigentlich so etwas, was ich sehr laut vernehme, aber was eben sozusagen nach außen hin ein sich als ein Schweigen darstellt. Was mir schon auch jetzt auch bei den Ausführungen da aufgefallen ist, es kommt immer wieder dieser Satz, warten wir mal ab, mögen wir sie an den Taten messen. Wie wenn nicht bekannt wäre, was die FPÖ tatsächlich vorhat. Es ist erstens einmal schon vorher bekannt gewesen und die FPÖ hat nie hinter dem Berg gehalten, was sie eigentlich will. Und auf der anderen Seite steht auch jetzt im Koalitionsabkommen im Klartext drinnen, dass man wieder die Herdprämie einführen will und damit Frauen zurück in den Haushalt drängen möchte, dass man rassistisch die Sozialwohnungen vergeben möchte und nicht alle, die dringend Wohnung brauchen, damit versorgen möchte. Das heißt, es stehen bereits ganz klare politische Vorhaben in diesem Koalitionsabkommen drin. Daher brauchen wir sie nicht an den Taten messen, sondern an dem messen, was sie tatsächlich vorhaben. Wir sitzen ja auch deswegen zu diesem Thema beisammen, weil wir erfahren und wahrnehmen, dass es eine sehr große Zahl an Menschen gibt, die nicht einfach zur Tagesordnung übergehen möchten und sagen, das ist ein Kavaliersdelikt oder ein normaler Regierungswechsel. Es gibt viel mehr Menschen, als man glaubt, die sagen, das ist nicht normal, was da passiert. Das ist nicht das Übliche und das ist eine gefährliche Situation. Und es gibt offensichtlich mehr Widerstand im Dunkeln, auch wenn es nur dröhnendes Schweigen ist, als vielleicht auf der Straße kommt. Obwohl die letzte Demonstration, in der wir ja zum Teil oder alle beteiligt waren, relativ erfolgreich war von der Anzahl her der Menschen. Aber es sind doch mehr, die Unbehagen haben, bis in Teile der ÖVP hinein. Es gibt natürlich, das habe ich auch bei der Bezagtsche erlebt, natürlich gibt es Menschen, die es gewohnt sind, ihre Stimme zu erheben. Auch bei der Demo waren es Menschen, die bekannt waren als solche, die ihre Stimmen erheben. Gut so. Ja. Aber das alles gleicht nicht aus, dass es viele gibt, die eben sich nicht trauen, sich zu äußern. Und die sich nur im Backstage-Bereich der Gesellschaft äußern wollen. Und sagen, ja, ich bin auch dagegen oder die eben auch wirklich nicht können. Ich will es nicht nur verurteilen. Es gibt tatsächlich Menschen, die berechtigterweise Bedenken haben, sich zu äußern. Die Mitarbeiter beschäftigen, die von Finanzierungen abhängig sind. Ja. Aber ich will noch einmal kurz auf diese Frage sozusagen an den Taten messen oder an den Vorhaben messen eingehen. Ich glaube schon, dass wir allgemein die symbolpolitische Ebene und die sprachpolitische Ebene unterschätzen im Hinblick auf ihre Auswirkungen auf die Gesellschaft. Also ich glaube, dass das, was an Verrohung durch die politischen Diskurse in den letzten Jahren stattgefunden hat, dass das einfach zum Teil so schleichend vorangegangen ist, dass wir das schon ganz für selbstverständlich nehmen und gar nicht mehr wahrnehmen. Das ist das eine und dazu gehören eben genau diese subtilen Botschaften, wie sie dann im Wahlkampf eben ausgesprochen oder angedeutet werden oder auch dieses ganz klare Unterscheiden in wir und ihr, dieses Othering von Migrantinnen, dieses kontinuierliche sozusagen als Problem wahrnehmen und nicht als Menschen, mit denen hier alle anderen Menschen eben auch zusammenleben.
Das andere, was mich aber auch beunruhigt, ist, dass quasi auch die Kritik seitens des Landeshauptmannes zum Beispiel abgetan wird, indem er sagt, naja, die, die sich äußern, sind ja ohnehin die, die mich nicht gewählt haben. Also so, als sei quasi die politische Kritik, die nicht vom eigenen Lager kommt und die sich auf diese Koalition richtet, nicht anders zu erwarten gewesen oder hätte nicht einen sachlichen Kern, über den man sich, mit dem man sich auseinandersetzen muss und mit dem man sich beschäftigen muss. Und da sind wir wieder an dem, wo wir angefangen haben, nämlich mit der Frage, ist die FPÖ eine Partei wie alle anderen auch, wo man einfach in den politischen Dialog treten muss und politische Ziele verhandeln muss, Sachpolitik eben gestaltet oder nicht gestaltet, sich zur Wehr setzt oder wie auch immer. Und ich glaube, das ist tatsächlich noch einmal ganz wichtig, sich vor Augen zu führen, die FPÖ ist keine Partei wie alle anderen. Ja? Also das ist nicht so. Ja? Vielleicht nur mal, um auf ein Argument auch einzugehen, das sozusagen als Kritik an der Kritik immer wieder vorgebracht wurde jetzt seit den Wahlen, ist sozusagen die Salzburger FPÖ ist anders. Ja? Genau. Es gibt sozusagen diesen Stehsatz, der immer wieder zu hören ist, so quasi es gäbe einen klar erkennbaren und qualitativen Unterschied zwischen der Salzburger FPÖ und der Bundes-FPÖ beziehungsweise FPÖ-Landesorganisationen in anderen Bundesländern. Dazu ist aus meiner Sicht zweierlei zu sagen. Zum einen, aus meiner Wahrnehmung ist das nicht so. Erstens, Marlene Swatzek hat ja auch eine Bundesfunktion. Sie ist die stellvertretende Vorsitzende der Bundes-FPÖ. Und sie hat immer wieder geäußert, dass sie mit den Positionierungen und Aussagen von Herbert Kickl völlig d'accord geht, dass da sozusagen überhaupt keine Differenz wahrzunehmen ist. Und das Zweite ist, was jetzt schon mehrfach gekommen ist, dass die Salzburger FPÖ diese Politik der Spaltung, des Otherings von Verletzlichen, von anderen Gruppen genauso betreibt wie die FPÖ auf Bundesebene oder auch in anderen Bundesländern. Und diese Politik des Otherings ist ja demokratiepolitisch als äußerst bedenklich zu betrachten. Insofern ist die FPÖ nicht eine Partei wie jede andere, weil sie damit einfach Ängste, Unsicherheiten, die in der Krisensituation seit der Covid-Phase und in der Folge der Krisen, die noch weiter aufgetreten sind durch den Ukraine-Krieg, Versorgungskrise, dann Teuerungskrise, diese Verunsicherung in der Bevölkerung aufgreift und nutzt zur gesellschaftlichen Spaltung und nicht zur Lösung sozialer Probleme oder sozialer Ungerechtigkeiten, wie sie in Österreich ja sozusagen eigentlich dann soziale Krisen generiert. Und ich möchte vielleicht noch kurz was zu diesem Thema auch. Kurz, weil wir jetzt noch, zum Abschluss kommen. Genau, noch ergänzen. Das heißt jetzt für mich nicht, dass sozusagen die Politiker, die im Rahmen der FPÖ agieren, dass das Monster sind oder wie auch immer, Unmenschen oder was auch immer, das sind Politiker. Aber was ich wichtig finde, ist, dass man sich im Klaren darüber ist, was diese politische Partei vertritt und welche Ideologie hinter dieser Partei steht oder vor dieser Partei steht oder welche Ideologie diese Partei transportiert. Und du hattest vorhin von den Feinden der FPÖ gesprochen. Und so wenig ich dieses Wort normalerweise im politischen Kontext verwende, so angebracht finde ich das doch in diesem Kontext, weil ich eben tatsächlich glaube, dass die FPÖ die Klaviatur verändert hat und eben nicht von politischen Gegnern oder politisch Andersdenkenden spricht, sondern Menschen behandelt, als seien sie politische Feinde oder gesellschaftliche Feinde. Und das macht genau den qualitativen Unterschied aus. Ja, also wie gesagt, wir kommen jetzt zum Abschluss. Das heißt, wir haben jetzt einmal eine Runde gestartet, wo wir im Grunde aus demokratie- und menschenrechtlicher Sicht die Salzburger Politik beobachten. Wir werden dazu Gesprächspartner, Partnerinnen einladen, Interviews führen, weitere Runden machen.
Möchte noch jemand was sagen, wie die Reise weitergeht, was als nächstes kommen wird? Es ist ein Suchprozess. Manche Dinge wissen wir noch nicht. Es ist ein Suchprozess. Ich muss sagen, ich bin nicht gespannt, was die FPÖ tun wird. Ich bin gespannt, wie sich hoffentlich die Bevölkerung orientieren wird an dem, was dennoch möglich sein muss, was als Widerstand oder als Aufzeigen von Notwendigkeiten möglich wird in unserem Land. Es gibt viele Menschen, die anders denken als die Vorhaben der Landesregierung. Und ich glaube, dass es ganz wichtig ist, da neue Zusammenhalte und neue Brücken zu bauen. Ich denke daran, nicht zuletzt die Plattform für Menschenrechte ist seinerzeit wegen Schwarz-Blau auf Bundesebene entstanden. Ich glaube, es braucht jetzt in Salzburg so etwas wie nicht eine neue Plattform, sondern ein neues Zusammentreten und Zusammenkommen. Wenn ich alleine denke, wie viele Gruppen von Diskriminierung da potenziell betroffen sind, dann glaube ich, müssen wir schauen, dass wir uns gut und sehr massiv widersetzen diesem Vorhaben. Und für mich ist ein ganz wichtiges Thema das, dass wir zu einer Politisierung beitragen, und zwar zu einer Politisierung, die einfach eine gute sachliche Grundlage hat, und dass wir uns sozusagen auch in den nächsten Folgen auseinandersetzen mit sachpolitischen Bereichen und wirklich auch schauen, was ist da geplant, was soll da passieren, was davon hat möglicherweise ja auch Hand und Fuß und was davon ist aus menschenrechtlichen oder diskriminierungsrechtlichen oder sonstigen Erwägungen und oder demokratiepolitischen Überlegungen einfach gefährlich, undemokratisch abzulehnen, und wie kann man da sozusagen sich politisch oder zivilgesellschaftlich dagegen engagieren. Also das wäre für mich so eine Zielsetzung für die nächsten Sendungen. Rechtsextremismus darf nicht normal werden. Genau. Wir haben jetzt mehrfach davon gesprochen, dass es ein breites Spektrum und viele Leute gibt in Salzburg, die sich nicht explizit oder öffentlich geäußert haben bisher. Ich würde mir auch wünschen für die kommenden Sendungen, dass es uns auch gelingt, sozusagen zumindest teilweise dieses Spektrum in seiner Breite auch ein Stück weit abzubilden. Das heißt, dass wir auch Gesprächspartnerinnen, Partner finden und Gäste, die vielleicht jetzt nicht zu diesem allgemeinen Thema, wie Sie es heute angerissen haben, Stellung beziehen wollen öffentlich, aber die bei Sachfragen oder bei Sachthemen in der Lage sind, zu uns zu kommen und mit uns über einzelne Sachthemen kritisch zu verhandeln und ein Stück weit auch eben die Politik dieser Regierungskonstellation kritisch zu begleiten. Okay, dann bleibt mir zu sagen, danke fürs Gespräch. Danke bei den Zuschauern und Zuschauerinnen, und wir freuen uns auf die nächste Folge und sind gespannt, wie alle dabei sein wird.